Total lustig, ich habe zum ersten Mal habe ich dieses Teil da dran. Ja. Ich habe letztes Mal habe ich einen Vlog gedreht und das war auch draußen und da ist der Wind voll. Oh, also der Vlog ist jetzt noch nicht online, aber der kommt glaube ich jetzt Sonntag online und ja, der Sound war halt dann dadurch ein bisschen dementsprechend. Also so ein bisschen Wind ist da reingekommen und so. Ja, ich kann kurz Intro machen. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All In. Und diesmal am Start DJ YD hier. Wir sind hier in Frankfurt gerade, wunderbares Wetter und haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten. Wir kennen uns noch gar nicht so gut, also wir haben uns zum ersten Mal getroffen, deswegen finde ich das immer mega spannend, halt so die Ansichten kennenzulernen und ja, und wie das alles so entstanden ist bei ihm oder bei dir, kann ich ja sagen, du sitzt ja neben mir. Dementsprechend würde ich vorstellen, dass wir einfach ganz kurz mal so ein bisschen anfangen und darüber quatschen, wie das DJing oder die Musik in dein Leben gekommen ist, so, also damit die Leute verstehen, wie hat das bei dir angefangen? Also Interesse zur Musik bestand schon länger natürlich, wie bei den meisten und wie auch bei vielen anderen hat es bei mir mit dem DJing so angefangen, dass ich halt auf Schulpartys aufgelegt hatte. Wir hatten damals mit unserem Jahrgang Partys organisiert, hatten Waffeln verkauft, Eis verkauft, um Geld für den Abiball zu sammeln. Und ja, da habe ich mitgeholfen, habe mir damals noch so einen Hercules-Controller, kennst du die kleinen Dinger? Ich glaube, Sammy hat sogar auch so einen gehabt. Ja, kann sehr gut sein. Irgendwie auf Hercules, ich weiß nicht. Ja, ja, die gibt es auch hier bei fast allen Shops. Ach so. Sind auch jetzt nicht so teuer. Ich glaube, mit einem 100er ist man schon am Start, auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall klar. Also ja. Für den Anfang. Also auf jeden Fall. Um die ersten Skills so. So sieht's auch. Ja, klar, davor ist halt Virtual DJ, so, weißt du? Ja. Genau, damit hat es angefangen, dann mal hier auf Geburtstage aufgelegt, auf privaten Events und dann so langsam besseres Equipment zugelegt, Plattenspieler geholt, mal einen halbwegs ordentlichen Mixer gekauft. Also mittlerweile hast du einen Plattenspieler am Start? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mittlerweile, habe ich mein Equipment auch auf CDJs erweitert. Ah, okay. Genau. Also genau. Du hast sozusagen den Clubstandard bei dir zu Hause stehen. So sieht's aus. Hab ich auch. Kann man so sagen. Finde ich mega, weil so hast du bis für alle Eventualitäten sozusagen vorbereitet. Ja. Ich finde, es macht auch Spaß, mit den verschiedensten Equipment-Arten aufzulegen, beziehungsweise zu arbeiten, weil im Grunde genommen basieren die halt auf den gleichen Standards, aber haben halt dennoch ihre Spezialitäten und ihre unterschiedlichen Bereiche bzw. Punkte, wo es halt ein bisschen auseinander geht. Ja. Genau, und dann ging es weiter, dann habe ich irgendwann in Shisha-Bars aufgelegt. Zu der Zeit war es ja auch ziemlich trendig, dass man DJs bucht in Shisha-Bars. Ist doch immer noch so, ne? Eben, ja. Eben. Ich lege auch immer noch in Shisha-Bars auf. Auch coole Atmosphäre. Ist auch ein bisschen anders als in den Clubs. Der Abend verläuft auch anders, also was den Aufbau beispielsweise angeht, was die Genres angeht, die man spielt. Man spielt zum Teil Sachen in Shisha-Bars, die man in den Clubs nicht spielt. Ah, okay. Da hat man beispielsweise die Freiheit, sich dahingehend auch mal ein bisschen auszutun, ein bisschen auszuprobieren. Genau, und seit Ende letzten Jahres habe ich auch meine ersten Club-Gigs. Ja. Genau, und jetzt knüpfe ich daran an, mache weiter, arbeite weiter und genau, so schaut's aus. Ja, mega. Wie alt bist du jetzt, wenn ich frage? Ich bin 24. 24, ja, genau. Ist ja voll gut, er ist ja noch voll viel Zeit. So, was ich jetzt noch spannend finde, ist, wie bist du, sag ich mal, oder wie hast du die ersten Kontakte so zu den Leuten in den Clubs bekommen? Wie bist du da reingekommen? Durch ein besonderes Marketing oder kennst du irgendwelche Leute? Weil das ist jetzt so das Thema, was in den letzten Vlogs bei mir mal so war, oder viele Leute schreiben mir auch bei Instagram und so weiter, wie komme ich eigentlich in die Clubs rein, so, weißt du? Und das finde ich entspannt, wie das bei dir war. Also war ziemlich lustig und ich bin, um ehrlich zu sein, auch sehr dankbar, dass das so gekommen ist, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, sind sehr cool. Auch Grüße an alle. Wir müssen das erstmal die Frankfurter Leute grüßen hier. Sammy. Genau, Santo, Sammy, natürlich. Santo, Metin, Cheyenne auch an der Stelle. Es war so, dass ich den Cheyenne im letzten August war das, glaube ich, da haben wir uns gesehen gehabt, da hatte ich aufgelegt an dem Abend
und habe ein paar Sachen gespielt, die ihm auch gefallen hatten. Dann hatte ich ihn auch angesprochen, wir sind ins Gespräch gekommen und er hat korrekterweise hat er mir dann angeboten, mich für einen Gig zu vermitteln. Ja. So ist es dann dazu gekommen, dass ich also außerhalb von Frankfurt beispielsweise aufgelegt habe. Dann der Cheyenne wiederum kennt den Meti. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Auf jeden Fall kennen sich der Cheyenne und der Meti auch ziemlich lange, sind auch gut befreundet. Dadurch kam es, dass ich den Meti kennengelernt habe. Genau. Und der Meti hat sich dann auch meine Sachen angehört und hat dann auch freundlicherweise Ende letzten Jahres hat er mir das Vertrauen geschenkt, quasi im Club auflegen zu können. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt beispielsweise im Velvet auflege. Bist du da regelmäßig oder? Ja, ich bin bei der Bad Girls Veranstaltung. Ja, kenne ich auch, da war ich ja auch schon einmal. Genau, ja. Da bin ich mit den Jungs dabei. Die findet alle 2 Monate statt, also es ist schon eine regelmäßige Sache. Ja. Und auch so, man tauscht sich immer aus, falls was ansteht, wird man auch angefragt, ja. Was für mich natürlich auch eine große Freude ist und auch eine Bestätigung dafür, dass ich so weiterarbeiten kann und halt auch die Verbesserungen, die ich vornehmen möchte, vornehmen kann. Man kann sehr viel fragen und das, was ich am meisten feiere, ist halt, dass die Jungs selbst auch quasi irgendwann mal gestartet haben. Also die kennen meine aktuelle Situation und dementsprechend funktioniert auch alles viel besser, finde ich. Also die Kommunikation, was sehr, sehr wichtig ist, funktioniert viel reibungsloser. Die Jungs sind bei den Gigs auch dabei, legen auch auf mit einem zusammen. Also es ist rundum eine sehr coole Sache. Also du hast zusammengefasst, hast du auf jeden Fall Leute am Start, so die dir helfen. Genau. Bei allen möglichen Fragen, die genau. du hast und auch im Club zeigen, so eben. In welche Richtung das Ganze so genau. laufen soll. Ne? Weil es ist halt auch, wie wir auch vorhin drüber gesprochen haben, nicht nur das Ding, dass du einfach so in Clubs oder sei es in anderen Locations auflegen gehst, es besteht halt noch viel, viel mehr um drum. Du kannst auch essen, alles gut. Alles gut, lass dich schmecken, mein Lieber. Alles gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben das, in genau. den Clubs, also dass du Leute hast, die dir quasi helfen so genau, auf deinem Weg. Genau, und eben, also das Ding ist, dass das, was außenrum besteht und existiert, halt auch eine hohe Relevanz mit sich bringt und viele achten halt auch nicht drauf und da bin ich auch umso mehr dankbar, dass halt auch Leute da sind, die ich ansprechen kann und die ich fragen kann, wenn da hingehend Fragen bestehen, weil eben diese Leute auch durch diese Situation quasi gegangen sind, diese Challenges vor sich hatten, diese Fragen auch bei ihnen bestanden. Genau. Ja, mega. Und wie sieht das bei dir jetzt aus im Moment? Also du hast gesagt, dass du investierst wahrscheinlich sehr viel Zeit in diese ganze DJ-Geschichte. Machst du das sozusagen hauptberuflich oder hast du noch ein anderes Standbein oder hast du vor, irgendwann zu wechseln oder wie sieht die berufliche Situation allgemein bei dir aus? Also beruflich sieht es momentan so aus, dass ich, wenn man das so bezeichnen kann, hauptberuflich Student bin. Ja. Und das DJing ist eine Passion von mir auf jeden Fall. Und ich mache das wirklich aus Leidenschaft. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Es ist auch echt eine coole Abwechslung. Ich finde die Balance. Also ich finde, ich habe dadurch eine gute Balance gefunden. Ja. Was ziemlich abwechslungsreich ist für mich, weil ich finde, dass nur das eine oder nur das andere, das wäre irgendwo auch ein Stück weit langweilig, muss ich ehrlich sagen. Von daher bin ich ziemlich froh, dass ich beides habe. Und klar, dass ein Studium oder eine Ausbildung gewisse Sicherheiten mit sich bringt, ist natürlich halt auch ein Bonus. Aber ich finde andererseits, wenn mal bei dem anderen Standbein was schief laufen könnte oder würde, hat man halt auch hier eine Sicherheit, sei es jetzt finanziell oder zeitlich oder wie auch immer. Mhm. Also, was studierst du? Ich studiere Jura. Ach krass, okay, genau. Also mega... Ziemlich zeitaufwendig auf jeden Fall. Ja, und voll, also so, du musst voll viel auswendig lernen und so, oder?
Ja, man muss viel auswendig lernen, man muss vor allem auch vieles verstehen. Also wenn man die Sachen versteht, dann hat man es insofern auch leichter, dass man jetzt nicht zu viel auswendig lernen muss, weil allein auswendig lernen ist schon von der Masse sehr, sehr viel. Okay, cool. Also dafür ist ein Jurastudium zu leistungsintensiv, aber vor allem vor dem Hintergrund finde ich es halt sehr nice, am Wochenende beispielsweise mal mit der Musik oder auch unter der Woche, ja, wenn man an Mixtapes arbeitet, wenn man zu Hause übt, an Routinen arbeitet, an Übergängen arbeitet oder sonstige Sachen macht, finde ich das sehr cool. Man hat dann quasi einen Bereich, in den man eintauchen kann und abschalten kann. Ich glaube, das Geile ist halt einfach, dass du voll den Kontrast hast von diesem Uni. Entschuldigen Sie mir, ist es ein bisschen möglich, dass Sie lauter reden? Lauter? Lauter. Ja. Warum? Hörst du alle die anderen? Nein. Leiser meinen Sie dann, Ben? Lauter ist ja, dass wir noch lauter sprechen. Ja, das ist, was ich sage. Nein, warum so? Nur ein bisschen kurdisch. Entschuldigung. Ach, das sollte ein Witz sein. Jo. Ach, okay, jetzt ach, verstehe so. Ich das. Okay. Ja, wir reden leiser. Okay. Vielen Dank für die, ja, alle, die anderen um okay, das ihre okay. Zeit da so. Alles klar, alles super. Klar, sorry. Machen wir. Okay. Hat der jetzt für alle gesprochen hier, oder was? Ja. Anscheinend. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen, genau, das Coole ist halt der, dieser Kontrast, dieses Kontrastding. Also nur zur Info, wir müssen jetzt einen Ticken leiser reden, die anderen auch nichts mitbekommen. Ist auf jeden Fall geil, der kommt auch auf YouTube jetzt. Ja, auf jeden Fall. Wir waren stehen geblieben mit dem Uni-Ding und mit dem, genau, das wollte ich sagen, dass das halt ein cooler Kontrast ist so, also auch diese Abwechslung von diesem, okay, ich gehe in die Uni und lerne da irgendwie Sachen oder keine Ahnung und dann kann ich, wenn ich Musik um mich herum habe, so, kann ich die Kreativität so ein bisschen ausleben. Ja. Ich glaube, das ist halt das, was du wahrscheinlich meinst, zusammengefasst. So, ne? In welchem Musikbereich bewegst du dich? Also was legst du auf? Ich lege auf Hip-Hop, Black Music, Old School. Old School legst du auch auf? Ja, Old School, also sowohl Old School als auch New School. Mhm. Beziehungsweise Oldschool ist relativ, also ich sag jetzt mal 2000er Hip-Hop, so der Bereich, aber auch 90er auf jeden Fall. Ich finde, also die Musik ist da zeitweise auch zeitlos, muss ich auch ehrlich sagen. Also es sieht man ja auch schon daran, dass es Leute gibt, nicht nur jetzt mich, es gibt auch sehr viele andere DJs, die das heute noch auflegen. Das stimmt, aber was ich auch sehr feier, ist halt der Sound aus Holland. Also ja. Dutch Sound auf jeden Fall, auch vor dem Hintergrund, dass ich selbst dort Familie habe und oft dort bin und somit kriege ich halt auch vieles mit, was den Sound dort angeht. Französisch gefällt mir auch sehr, damit arbeite ich zwar weniger als jetzt beispielsweise mit holländischem Sound. Und halt der Afro-Sound, also Afro-Beats, Mumbaton. Mit den, in den Bereichen bewege ich mich auch. Ja, cool. Reggaeton, Dancehall sind natürlich auch mit dabei. Also alles, was im Moment so angesagt ist eigentlich. Genau, aber wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, wäre ich schon eher bei Dancehall, Dutch, Afrobeats, Mumbaton. Das wäre so eher meine Ecke. Okay. Aber ich würde jetzt sagen, ich würde das jetzt nicht alles in eine Schublade reintun. Also nee. Ich feiere genauso krass Trap-Sachen. Ich feiere Travis Scott beispielsweise. Ja. Ich feiere Migos oder andere Künstler, die halt auch in dem Bereich am Start sind. Genau, also das lege ich genauso gerne auf. Nur das Ding ist halt, beispielsweise bei den Club-Gigs oder auch ist jetzt eigentlich Location, also unabhängig von den Locations. Es muss auch die Crowd da sein für den bestimmten Sound. Also es gibt Abende, da hast du Leute da, wenn du Trap-lastige Sachen abspielst, die drehen da durch. Also das ist schon eine krasse Energie und das feiere ich auch. Ja. Da
ich finde, das macht einen selbst auch ein bisschen frei und dann, also ich lasse mich auch gerne davon mitziehen. Da mache ich auch sehr gerne mit. Ich gehe jetzt nicht in die Crowd rein, also jetzt nicht, dass man sowas denkt, aber so am DJ-Pult quasi. Selber so ein bisschen auslassen. Ja, auf jeden Fall. Da springt man auch hoch, runter mit und das animiert die Leute dann auch. Das ist so quasi wie so ein Ping-Pong-Effekt. Mhm. Das Pult, man pusht sich gegenseitig damit. Dann ist der Abend halt auch legendär im Nachhinein. So. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Genauso ist es bei anderen Genres. Also du guckst immer, du testest immer so ein paar Lieder, ob die laufen bei der Crowd oder nicht, oder wie machst du das? Ja, das auch. Also man baut den Abend natürlich auf. Ja. Und klar, es gibt Lieder, die werden von den meisten Leuten gefeiert. Da hat man quasi, wenn man das jetzt prozentzahltechnisch festhalten will, hat man Lieder wie, ich weiß jetzt nicht, Gasolina oder Migente oder seien es jetzt andere Lieder, da weiß man, okay, wenn ich das jetzt bringe, dann kommen gewisse Reaktionen, positiv. Ja. Ich finde, es kommt aber auch auf die Veranstaltung an. Welche? Es gibt ja beispielsweise auch sehr viele, wenn wir jetzt schon dabei sind, Trap-Veranstaltungen. Mhm. Darauf kommt es auch an. Es kommt auch auf die Location an. Es kommt auf die Gesamtatmosphäre an. Dementsprechend weiß man dann auch, was man ausprobieren kann und was man eher nicht ausprobieren sollte. Beziehungsweise, um es auch anders auszudrücken, was besser funktioniert und was nicht besser funktioniert. Genau. Also du achtest eher so auf das Motto der Veranstaltung und guckst dann, also du testest du gar nicht zum Beispiel? Doch, so? Auf jeden Fall, vor allem jetzt in der Anfangszeit. Also ich bin ja Newcomer, ja. Ich bin ja so gesehen seit einem halben Jahr erst in den Clubs, ja. Und man lernt, wie man Abende aufbaut, man lernt Sachen auszuprobieren. Ich finde es auch, wenn wir schon dabei sind, sehr, sehr gut, Fehler zu machen. Weil man einzig und allein dadurch auch lernt, weil die Sache ist, man kann zu Hause so viel üben, wie man möchte. Ja. Das ist nochmal was anderes vor Publikum aufzulegen. Fall. Und ich finde, das ist eine... Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Perfekt. Kein Thema, alles gut. Danke. Guten Hunger dir. Guten Hunger, auf dich, mein Lieber. So, da sind wir wieder, gerade eben kurz was gegessen. Jetzt sind wir zurück. Ja, lass uns direkt weitermachen. Meine nächste Frage ist so, wie sieht dein Alltag so aus? Also, wenn du dich jetzt mit dem DJing beschäftigst, weißt du? Gibt es ja irgendwie eine bestimmte Trainingsroutine, die du hast? Oder, keine Ahnung, suchst du jeden Tag nach neuen Liedern? Oder übst du ein Scratching? Oder wie sieht das so aus? Also, nach Liedern gucke ich auf jeden Fall jeden Tag. Okay. Ich habe auch bestimmte Abos. Also, man hat beispielsweise die ganzen DJ-Pools auf der einen Seite. Dann hat man, es gibt bestimmte YouTube-Kanäle, die von Künstlern benutzt werden, die beispielsweise Download-Links für Portale bereitstellen. Genau, damit man halt auch jetzt keine YouTube-Rips hat, genau, was halt soundqualitätstechnisch, dass das eine Katastrophe ist, ist ja klar. Und es ist halt auch, ja, wie soll ich sagen, auch rechtlich gesehen, also ist halt in jeglicher Sicht, sollte man das nicht machen. Ist verboten, ja. Genau. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. genau. Das zum einen, da wird man halt auch immer benachrichtigt, wenn man die Kanäle abonniert hat. Und auf Soundcloud ist es dieselbe Geschichte mit der Benachrichtigung. Und dann hört man sich die ganzen Sachen an. Also ich höre mir die Sachen an. Vieles gefällt mir, das besorge ich mir dann halt auch über die ganzen Portale. Und dann hat man beispielsweise ein Package und kann damit auch arbeiten, hat dann auch quasi halt den Bonus, dass man auch immer mit den neuen Sachen arbeitet. Ja. Man sollte aber allerdings auch zusehen, dass man halt auch mit seinem Set oder mit den Sachen, die man bereits schon hat, die Routinen durchgeht, die Scratches durchgeht, die Übergänge durchgeht,
Klar, auch bei mir jetzt als Newcomer setzen noch nicht alle sämtliche Übergänge. Die übe ich natürlich dann auch. Und ich arbeite halt oft an so Sachen wie Aufnahmen, Mixtapes. Also man soll jetzt nichts falsch verstehen. Das, was released wird, das meine ich jetzt nicht unbedingt. Das dauert halt auch. Also ja. Ich bin da auch jemand, ich lasse mir da lieber mehr Zeit und hau dann ein Mixtape raus, wenn ich sage, okay, es ist perfekt. Also ich würde es selbst feiern. Okay. Dann bin ich auch bereit, es hochzuladen. Aber ich nehme selbst auch vieles auf, mache viele Skizzen, arbeite viel, hab sie dann auch in einem Ordner, hör mir die dann auch nach einer gewissen Zeit auch wieder an. Und weil ich finde, man kann dadurch halt auch gewisse Techniken entwickeln und halt auch gewisse Richtungen entwickeln. Dann hat man auch beispielsweise, wenn man dann in Clubs ist und am Auflegen ist, dann hat man auch gewisse Inspirationen oder Ideen und kann bestimmte Richtungen einschlagen, bestimmte Kombinationen von Liedern, auf die man jetzt beispielsweise bei diesen Sessions gestoßen ist, kann man dann ausprobieren an der Crowd. Das wäre halt dann die nächste Ebene der Übung. Aber ja, so würde ich meinen Alltag bezeichnen, wenn ich jetzt quasi am Üben bin. Ja, und deine Mixtapes, da können wir ja kurz eben sagen, die findet man wahrscheinlich auch genau, auf Soundcloud. Ganz Sound genau. Und letzte Jo, nicht Mixcloud? Mixcloud noch nicht, aber bin ich auch dran, okay. Auf jeden Fall. Ja. Ja, bei Soundcloud ist ja immer so die Sache mit den Rechten auch irgendwann, ne? Eben, hast du wahrscheinlich genau. Schon gehört. Ich hatte ein Release gehabt auf Soundcloud, da wurde der runtergenommen erst. Dementsprechend musste das auch erst abgeklärt werden und alles und dann hat es auch geklappt. Okay. Aber ja, auf Soundcloud ist es halt mit dem Hochladen und mit den Urheberrechten ist es problematischer, auf Mixcloud ist es nicht so. Ja, genau. Beschäftigst du dich auch mit der Produktion oder erstmal DJing jetzt? Und dann meinst du jetzt Beats produzieren? Ja, genau. Oder Remixe oder? Tue ich, allerdings ist das jetzt etwas zurückgegangen, ja. Dadurch, dass ich auch in den letzten Monaten Bookings reinbekommen habe, viel mehr als vorher. Da muss man sich halt auch unter der Woche bzw. am Wochenende darauf vorbereiten. Aber ja, das tue ich und da besteht auch großes Interesse und da will ich in Zukunft auch wieder viel mehr machen. Ich arbeite jetzt beispielsweise mit Programmen wie FL Studio, ja. Oder Logic. Ja. Das sind so die Programme, mit denen ich arbeite. Natürlich neben Serato, ist ja klar. Und genau. Ja, nice. Wie würdest du jetzt sagen, wovon ist dein Alltag bestimmt? Also ist das eher Studium oder ist es eher DJing? Es ist gemischt. Es okay. Ist eher ausgewogen, würde ich sagen. Es ist es gibt Wochen, da ist es eher geht es eher Richtung DJing. Dann gibt es wieder Wochen, die beispielsweise, wenn Prüfungen anstehen oder Hausarbeiten geschrieben werden müssen, das ist eher ausgewogener. Ja. Aber ich brauche auf jeden Fall die beiden Richtungen, weil wenn ich jetzt ein paar Tage nur auflege und zu meinem eigenen Erstaunen hatte ich auf einmal Lust, meinen Horizont dahingehend zu erweitern, ja. Indem ich jetzt wieder mich ans Lernen setze, so die Routine wieder einfinde. Dann gibt es Tage, da kann ich es nicht abwarten, also vor den Decks zu stehen und dann loszulegen oder mal neue Sachen auszuprobieren, Drumsets auszuprobieren etc. Genau. Nice. Was würdest du sagen, wo geht's so für dich nach dem Studium hin, also oder beziehungsweise wenn es mit dem Auflegen läuft, so ja. Willst du auf jeden Fall eher dann eher so Künstler sein und also eher das DJing so in den Vordergrund stellen oder weißt du ganz klar, nach meinem Studium werde ich auf jeden Fall einen festen Job haben und das DJing so nebenbei als Hobby machen? Also es wäre schon cool, wenn ich durch das Studium einen festen Job habe, aber das DJing will ich halt trotzdem behalten, also zumindest möchte ich das so haben, dass ich meiner Passion nachgehen kann. Und klar, man möchte halt Künstler sein, Künstler bleiben und seinen Horizont zu erweitern, gilt für mich halt auch in dem Bereich. Sei es wissenstechnisch, sei es was die Technik angeht, sei es was das Produzieren angeht. Ich finde, das ist halt auch sehr cool, dass man da jetzt nicht beschränkt ist auf bestimmte Sachen, sondern dass man sich halt auch weiterentwickeln kann. Ja. Genau, und das ist halt auch die Herausforderung und
das reizt das Ganze halt auch. Also steht auf jeden, also für dich ist auf jeden Fall klar, DJing bleibt auf jeden Fall ein Hobby so und wird niemals Fulltime oder? Weiß ich nicht. Es kommt drauf an, was sich ergibt. Man hat klar in beiden Bereichen seine Ziele und Träume. Ja. Das ist so und die werden auch verfolgt und je nachdem. Also ich tue mich da jetzt auch nicht von vornherein beschränken. Ich lasse es auch in gewisser Weise auf mich zukommen. Ja. Genau. Weil ich finde, wenn ich da jetzt verkrampft an irgendwas festhalte und es entstehen quasi Hoffnungen oder Erwartungen beispielsweise, dann ist es halt weniger schön, wenn das jetzt quasi nicht so kommt. Dementsprechend versuche ich das alles so zu erleben, dass das auch Spaß macht, ja, was es auf jeden Fall tut, und verfolge dadurch und damit auch meine Ziele, die ich mir halt auch setze. Ja. Genau. Nice, finde ich cool, kann ich nichts zu sagen so, also ist auf jeden Fall deine Ansicht und finde ich mega. Wir hatten vorhin, bevor wir die Kamera angemacht haben, schon mal so ein bisschen angeschnitten so, sind eher ins Philosophische reingegangen, genau, und haben so gesagt, ey, was ist für dich, was bedeutet für dich eigentlich Zufriedenheit oder was ist für dich Glück? Und ich finde, da wir schon davor drüber gesprochen haben und so, haben wir halt gemerkt, das passt eben so, wir können uns darüber unterhalten. Das habe ich, bei manchen funktioniert das, manche nicht, aber weil manche sich auch mit dem Thema einfach gar nicht auseinandersetzen. Klar, natürlich. Zumindest nicht aktiv. Mhm. Und bei mir, also für mich persönlich, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, bewusst zu versuchen, zufrieden zu sein, weißt du? Und dementsprechend auch zu handeln und meinen Alltag zu gestalten. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mal kurz da so ein bisschen reinsteppen willst und erzählen willst, was für dich Zufriedenheit bedeutet oder wonach du sozusagen strebst in dem Bereich oder was es für dich ausmacht, zufrieden zu sein. Meinst du jetzt allgemein oder im musikalischen Bereich? Von mir aus auch allgemein. Ich glaube, das ist, kann man nicht nur über das Musikalische, weil es geht ja um dein ganzes Leben quasi. Ja, natürlich, natürlich. Also für mich heißt Zufriedenheit in gewissermaßen Ausgewogenheit und in gewissermaßen auch freie Bewegungsfreiheit, wenn man das jetzt so sagen kann. Also jetzt nicht in dem plakativen Sinne, dass ich jetzt überall hingehen kann, wo ich möchte, das natürlich nicht direkt, aber eben, dass ich halt die Freiheit habe zu sagen, guck mal, ich kann studieren, aber ich kann auch meiner Leidenschaft nachgehen. Ja, okay. Ich kann mir auch einen Ausgleich schaffen. Das habe ich halt auch eben mit dem Punkt Abwechslung und Ausgewogenheit gemeint. Das bedeutet auf jeden Fall für mich Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet für mich aber halt auch sehr viel Menschliches. Ja. Also mir macht sehr viel Spaß, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Mir macht sehr, sehr viel Spaß, schöne Momente mit Leuten zu teilen, vor allem auch Leuten, die mir Personen, die mir nahe stehen. Das bedeutet für mich Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet für mich auch viel zu sehen. Also viel auch von der Welt zu sehen, viel rumzukommen, viel zu reisen, was halt auch sehr gut kombinierbar ist mit dem Auflegen, finde ich, ja, persönlich. Ja, auf jeden Fall. Weil man, wenn man jetzt nur reist, sieht man natürlich gewisse Sachen, aber wenn man auch quasi diese zwei Komponenten vereint, sieht man, hat man gewisse Eindrücke, die viele andere jetzt nicht genießen können. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Luxus, wofür ich dankbar bin. Wenn das auch so weit ist und wenn das so eintritt. Und also mega. Für mich ist Zufriedenheit das alles und halt, dass man jetzt, wie soll ich das ausdrücken, dass man jetzt nicht zu viel, genau, man sollte viel mehr genießen, anstatt sich verkrampft auf irgendwas zu beschränken. Ja, genau. Cool, mega, finde ich eine richtig coole Antwort. Zu dem Thema, ich glaube, du hast schon sehr viel davon angesprochen, aber eine Frage, die du vielleicht so noch nie gehört hast und die du am besten auch spontan beantworten solltest, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Was würdest du machen, wenn du, also die Frage stelle ich glaube ich auch zum ersten Mal im Vlog, also very exclusive. Was würdest du machen, wenn du nicht für deinen Lebensunterhalt sorgen müsstest, sondern wenn du genug Geld hättest, um zu leben? Das heißt, du müsstest keinen Job suchen, um deinen Lebensunterhalt zu sichern, sondern du kannst machen, was du willst. Mhm.
Du hast genug Geld. Ja. Du kannst dir alles kaufen, dein Leben lang. Was würdest du machen in deinem Leben? Ich würde jetzt nicht großartig viel ändern. Ich würde vielleicht mehr reisen. Okay. Klar, man gönnt sich ein paar Sachen. Man kauft sich hier und da ein paar Sachen. Das ist, das würdest ist klar. du immer noch studieren? Ja. Weil dir das Thema Jura einfach Spaß finde macht, vor allem, ich finde vor allem dann würde ich studieren, weil dann macht es erst recht mehr Spaß, weil man hat dann nicht mehr diesen Hintergedanken, ich muss auch gewisse Sachen erreichen. Mhm. Also ich muss, ich bin dann viel befreiter, ja. weil dann geht es ja nur noch darum, seinen Horizont zu erweitern und ich finde, es gibt, ich finde, es gibt unter anderem nichts Schöneres, die Freiheit zu haben, sich bilden zu können, ohne einen gewissen Leistungsdruck. Also dir macht das Thema Spaß? Und auf jeden Fall. Genauso wie DJing. DJing würdest du auch weitermachen dann? Auf jeden Fall. Also ich würde das nicht machen, wenn es mir keinen Spaß macht. Geil. Das ist für mich auf jeden Fall im Vordergrund. Es muss Spaß machen. Die Zusammenarbeit mit den Leuten muss Spaß machen. Geil. Nicht nur während der Zusammenarbeit, sondern auch außerhalb. Wenn man sich jetzt mal zusammensetzt beispielsweise und quatscht. Ja. Das ist für mich sehr wichtig. Ja. Geil. Ja, finde ich mega. Weil, also, da ist nämlich, also sehr viele Menschen gehen durchs Leben und wir sind jetzt philosophisch und weniger im DJ-Bereich, aber gehen durchs Leben. Richtiger Deep Talk. Ja, ohne daran zu denken, so, warum mache ich das eigentlich? Ja. Also, warum gehe ich, keine Ahnung, morgens zur Arbeit oder zur Baustelle? Ja. Also, mache ich das, weil mir das Spaß macht? Mache ich das, weil ich meine Familie ernähren muss, weil ich den Lebensunterhalt sichern muss? Und wie geht es mir dabei? So, finde ich mega wichtig. Und das ist eine Frage, die ich mir regelmäßig eigentlich stelle. Das mit dem DJing so, ist das wirklich das, was ich im Moment machen will, weißt du? Und also das hängt auch mit diesem Zufriedenheitsding irgendwie zusammen, finde ich. Definitiv. Weil, also um daran Thema Avicii ne, ist das beste es. Thema. Du sagst es. So, du sagst es. Um daran auch anzuknüpfen, ich habe vorhin ja auch gemeint, ich könnte das eine nicht ohne das andere machen. Das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt nur auflegen gehen würde, würde ich mich vermutlich irgendwann mal fragen, ist es wirklich, also fehlt mir nicht irgendwas? Ja. Sei es nicht jetzt unbedingt im Bereich Musik, aber vielleicht außerhalb. So, fehlt mir nicht vielleicht irgendwas, womit ich meine Persönlichkeit auch weiterentwickeln kann? Ja. Was halt auch sehr wichtig ist, weil im gesamten Leben durchläuft man verschiedene Prozesse und es wäre sehr schade, wenn die Persönlichkeit jetzt sich nicht entwickelt, wenn man keine neuen Sachen dazu lernt. Ja, 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 und ja, ja. Dazu zählt halt auch, dass man sich sowohl die theoretischen Sachen anguckt, also die Theorie, sich mit der Theorie befasst, als auch mit der Praxis. Ja. Finde ich mega, finde ich einen richtig guten Punkt. Vor allen Dingen dieser Ausgleich halt auch, ne? Genau. Bei mir ist das auch so, ich habe für mich persönlich auch festgestellt, dass ich nicht nur im Nachtleben sozusagen aktiv sein will. Ja. Also ich will durch die Woche, wenn es möglich ist, auf jeden Fall einen normalen Alltag so. So sieht's aus. Was heißt normal? Aber also ich möchte auf jeden Fall nicht immer nur nachts leben, so. Man möchte eine gewisse Balance haben. Aber da ist jeder Mensch anders. Es gibt auch Leute, die sich dem Nachtleben komplett verschreiben. Das ist auch voll okay, aber für mich persönlich ist es einfach so, dass ich auf jeden Fall auch den Ausgleich brauche. Also du, ich sag dir ja ganz ehrlich, wenn die Leute damit zufrieden sind, dann ist ja alles schön jeder und gut. Jeder soll das machen, was er will. So sieht's aus, so sieht's aus. Also ich finde, es gibt nichts Besseres, als das zu machen, und was man machen möchte. Ja. Und man ist zufrieden damit. Ja. Dass man jetzt damit auch beispielsweise Geld verdient oder Sachen mit einherkommen, die man halt zum Leben braucht, mehr oder weniger, das ist halt noch ein positiver Bonus. Ja, genau. Genau. Ja. Aber das erfüllt das Ganze nicht, finde ich. Also dazu gehört noch viel mehr. Ja. Ja, krass, Alter. War auf jeden Fall mal ein kleiner Ausflug und so auch in meinem Vlog. Also ich möchte natürlich auch immer versuchen, so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ankommt oder ankommen wird. Ich hoffe mal gut. Ja, aber ich, guck mal, ich... Aber ich bin auch gespannt, wie die Leute das sehen. Vielleicht gibt es ein paar Denkanstöße. Ja, aber ich mache einfach das in dem Vlog, was ich machen will, so. Und wenn ich jetzt Bock habe, darüber zu reden, mache ich das. Also da bin ich auch voll bei dir. Die Leute, die nicht mehr möchten, die können dann natürlich abschalten, klar, aber... Ja, klar. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Und ich finde auch, dass sich da jeder drüber Gedanken machen sollte, so. Und nicht einfach blind durch die Welt laufen. Und so nicht einfach in diesem...
Rad so mitdrehen, sondern sich mal zu fragen, warum bin ich jetzt gerade hier, warum mache ich überhaupt, warum lege ich auf? Mag ich es, vor einer Crowd zu stehen? Ja. Und bei Avicii zum Beispiel, ist jetzt eine traurige Sache, aber der hat den Sprung nicht geschafft. Der hat nicht gesagt, ey Leute, ich muss aufhören jetzt, geht nicht mehr. Mhm. Und deswegen, ich finde das einfach, also wir sind da weit von entfernt, von der Crowd und das ist auch vom Business her. Ja. Aber grundsätzlich, man kann das auch aufs Kleine übertragen. Also, es gibt auch Menschen, die kommen auf der Bühne nicht klar. So, die sind introvertierter, ne? Gibt auch andere. Und das gibst du halt dann auch an deine Außenwelt weiter und machst dich dann halt auch, also du kannst dir auch wirklich deinen Alltag dadurch versauen. Mhm. Dadurch können zwischenmenschliche Beziehungen, sei es mit Freunden, mit der Familie, die können halt davon auch geschädigt werden. Ja. Dadurch, dass du selbst unzufrieden bist. Ja. Deswegen an allererster Stelle steht, dass man wirklich mit dem, was man macht, selbst zufrieden sein sollte. Genau. So sieht das aus. Ja, krass. Haben wir auf jeden Fall mal eben kurz einen kleinen, Ausflug gemacht in eine ganz andere Welt so. Etwas entfernt vom DJing, aber auch wichtig. Lass uns kurz eben zurück. Oder wolltest du irgendwas sagen? Nee. Alles gut. Lass uns kurz eben zurückkommen. Ich muss mir eben die Kamera, glaube ich, neu starten, weil die hat. Genau. Lass uns mal wieder zurückkommen zum DJing und zwar die letzten Fragen. So, ich glaube, wir haben jetzt schon mittlerweile einige Zeit gesprochen. Wollen wir auch nicht zu lang machen. Wir könnten wahrscheinlich noch Tage weitersprechen. Aber gut, du bist jetzt auch nicht so lange in den Clubs dabei oder so. Mhm. Gab es schon irgendwie für dich so ein Schlüsselereignis, was dir besonders im Kopf geblieben ist, so, wo du sagst, boah, das war richtig cool? So, oder gibt es sowas noch nicht so? Du meinst, ob es einen starken Moment gab oder einen schönen Moment, auf deinen Gigs an oder den ich mich gerne erinnere? Genau. Ich muss ehrlich sagen, und das macht mich auch froh, dass es nicht unbedingt so ist. Es gibt nämlich nicht nur einen Schlüsselmoment, es gibt mehrere Schlüsselmomente, an die ich mich sehr gerne erinnere. Ich finde, jeder Club-Gig, und das ist auch das Coole an der ganzen Sache, ist individuell. Ja. Selbst wenn du auf einer Partyreihe auflegst. Ja. Also jedes Event ist immer individuell. Die Crowd ist immer ein Stück weit anders. Ja. Es ist nicht immer dasselbe. Und genau das ist das Coole daran. Ja. Sei es jetzt, es gab jetzt Schlüsselmomente, wo die Leute komplett einen Turn-up gemacht haben. Ja. Und da lässt man sich auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne mitziehen. Also ich persönlich. Das macht dann doppelt so mehr Spaß. Ja. Und das ist auch eben das Ding. Ich betrachte das DJing jetzt beispielsweise und auch das Studieren nicht als Arbeit oder als Verpflichtung. Nee. Ja. Und genau das ist der Punkt. Also wenn man eine Sache jetzt beispielsweise nicht als Arbeit sieht, beziehungsweise aus Leidenschaft macht, dann arbeitet man, wie halt auch aus dem Sprichwort zu entnehmen ist, nicht einen Tag im Leben. Und genau das ist das Ding. Das ist so, ja. Und die ganzen Schlüsselmomente, die ganzen coolen Erlebnisse, die kommen automatisch mit einher, auf jeden Fall. 100%, kann ich nur so unterstreichen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite, nie. Nee. Und sei es im DJing oder auch in den anderen Bereichen, die ich so mache. Ja. Und das ist einfach das richtig cool. Also das macht einfach Spaß. Ne? Ja. Nächste Frage, gab es schon irgendwas so richtig Negatives so, was bei dir so... Negatives Ereignis, meinst du? Also ist irgendwas mal richtig schief gelaufen? Musst du natürlich nicht beantworten, wenn alles cool war bis jetzt. Nee, ich bin gerade am überlegen, so lange alles cool. Ich meine, im Nachhinein sollte man auch darüber zumindest mal schmunzeln können. Richtiger Zungenbrecher. aber was ich vorab auch sagen muss, ist, eben diese negativen Ereignisse haben dazu geführt, dass ich daraus gelernt habe und mich halt auch weiterentwickelt habe. Ja. Es gab jetzt beispielsweise, es gibt Abende, an denen die Technik nicht so ganz mitmacht. Das ist halt so, wenn ich das jetzt als negativ bezeichnen kann, würde ich mich an sowas erinnern. Ansonsten, es gibt halt hier und da immer Leute in der Crowd, denen du es nicht ganz recht machst. Nee, das ist normal. Aber, also ich bin da ehrlich, ich sehe da jetzt drüber hinweg. Ja. Also, man nimmt sowas wahr, man lernt daraus auch, vor allem was die Technik angeht.
Wenn es mal beispielsweise hier und da einen Aussetzer oder einen Ausfall gibt. Ja. Genau. Aber ansonsten würde ich sagen, ist durchweg positiv. Ja, mega. Also ich betrachte das auch gar nicht. Also es gibt entweder Abende, die laufen richtig cool, oder es gibt Abende, die laufen auch cool, nur gibt es ein paar Punkte, aus denen man lernen kann. Ja. So sehe ich es. Ja, so muss das auch sein. Genau. Finde ich gut. Letzte Frage. Und du hast vorhin gesagt, dass du jetzt nicht so krasse Pläne hast, sondern du guckst erstmal, musst erstmal so ein bisschen reinkommen und so weiter. Was das DJing angeht? Ja, genau. Also die Sache ist die, ich mache mir lieber Pläne darin, wie ich mich qualitativ verbessern kann. Ja. Weil ich finde, also beziehungsweise qualitativ sowohl als auch jetzt, klar, man knüpft Kontakte, man hält Kontakte, man pflegt Beziehungen, so, aber jetzt beispielsweise bei Kontakte knüpfen, ich finde, das kann man nicht so ganz planen. Es ergibt sich sehr viel, was halt auch sehr schön ist. Man lernt sehr viele neue Leute kennen, man lernt sehr viel auch von seiner eigenen Persönlichkeit, sehr viel Neues, sehr viele neue Facetten etc. Aber wenn wir jetzt über Pläne reden würden, dann würde ich sagen, ich habe eher Pläne, mich zu verbessern. Okay. Weil dann, wenn eine gewisse Möglichkeit sich ergibt, sowohl jetzt beispielsweise im Studium, als auch im musikalischen Bereich, dann ist man bereit. Ja, ja, ja. Und das ist für mich die Nische, wo ich sage, ich plane lieber hier. Klar, man hat gewisse Ziele, aber da jetzt so großartig einen Plan zu machen, wie komme ich woran, ist schwierig, finde ich auch, weil sich eben halt auch vieles ergibt. Auf jeden Fall, aber du kannst ja trotzdem so Ziele haben, zum Beispiel, klar, keine Ahnung, in 5 Jahren wäre es mal cool, wenn ich bis dahin im Ausland gespielt habe, oder auf jeden Fall. In 10 Jahren will ich, klar, meine... Also Ziele von mir sind definitiv, dass ich würde liebend gerne Konzert-Opening spielen, ja. Warm-ups, weil es ein krasser Vibe ist auf jeden Fall. Es ist eine krasse Atmosphäre im Ausland. Es gibt Festivals wie zum Beispiel das Festival in Amsterdam. Ja, Festival, ne? Genau. Ja. Das ist ein Festival, was ich persönlich auch stark feiere, weil da halt auch der Sound represented wird, den ich selbst auch höre. Ja, ja. Und ja, vielleicht gibt es halt hier und da noch neue Events, die ich jetzt so nicht im Auge habe, die mir halt vielleicht in 1-2 Jahren auch sehr viel, also sehr gefallen würden. Ja. Genau. Ja, mega. Aber das wären jetzt so Träume eher vielleicht. Genau, ja. die Vision, die man hat, ja, ja, im Ausland aufzulegen, in den, klar, in den Staaten, in Ländern, beziehungsweise in Staaten wie Dubai oder, keine Ahnung, es gibt vielleicht auch, also im europäischen Raum gibt es auch sehr viele schöne Städte, schöne Locations, in denen man auflegen will. In England würde ich auch sehr, sehr gerne auflegen, Spanien. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Punkte. Genau, aber ich versuche mich, wie gesagt, jetzt nicht zu sehr da hinein zu planen. Ich sehe das eher als Vision. Ja. Und wenn es sich dann ergibt, dann ist es ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist krass. Ja, mega. Es ist echt krass. Also die Freude, die man da empfindet, mit welcher Energie man daran geht, ist einfach cool. Geil. Finde ich mega. Das war die letzte Frage. Wenn du noch irgendwas loswerden willst oder irgendwelche Leute grüßen willst, kannst, ja, du jetzt gerne raushauen. Sehr gerne. Dann reichst du die damit noch. Sehr gerne. Also an der Stelle als allererstes danke an Santo, DJ Santo T. Folgt ihm, supportet ihn, auch die ganz anderen Jungs, die ich gleich nennen werde. Der hat das Ganze hier ermöglicht, der hat den Kontakt zum Julian hergestellt. Cooler Typ, wirklich. Zieht euch die Vlogs rein. Ansonsten würde ich gerne alle Jungs grüßen. Den Cheyenne Garcia. Bro, liebe Grüße gehen raus an dich. Metin, DJ Double M. Liebe Grüße gehen raus an dich, Bro. Und wen gibt's noch? Santo, wie gesagt. Und falls ich jemanden vergessen habe, fühlt euch alle gegrüßt. Und genau. Alles klar, das war's. Ich danke dir. Ich hab's gedankt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. So machen wir's. Peace.